Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Niklas Huschmidt und in diesem Video möchte ich euch gerne meine Partie von der deutschen Meisterschaft von der 7. Runde vorstellen, die ich gegen Louis Engel gespielt habe. Also lasst uns beginnen. Vielleicht noch ganz kurz zu der Partie. Die Partie wurde tatsächlich ausgezeichnet danach, nach dem Turnier, zur Partie des Turniers. Und zu meinem Gegner noch ganz kurz. Louis Engel ist auch aus Hamburg, so wie ich, 14 Jahre alt und schon ziemlich stark, über 2-3 Elo, und hat tatsächlich auch eine IM-Norm in dem Turnier geschafft. Von daher war es keine leichte Aufgabe und ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, ihn möglichst früh zu überraschen, wie wir gleich sehen werden. Also, fangen wir an. E4, C5, damit hatte ich gerechnet. Und jetzt tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben, wenn ich mich nicht täusche, spielte ich den geschlossenen Sizilianer. Und Louis hat A6 gespielt, den Zug, den ich auch selber spiele, mit Schwarz, gegen geschlossene Sizilianer. Und da war ich neulich auf diese eine interessante Variante gestoßen und die kam tatsächlich genau so auch aufs Brett. Und das ist hier eine der Hauptvarianten. Schwarz spielt jetzt direkt im Zentrum, spielt D5. Und es ergeben sich häufig geschlossene Stellungstypen. Aber an dieser Stelle wird in der Regel ganz häufig Spring F3 oder Dame E2 gespielt oder E5. Aber es gibt diesen Zug F5 und der ist unglaublich gefährlich für Schwarz. Und ich denke aus praktischer Sicht sehr, sehr unangenehm zu spielen bereits. Deshalb denke ich tatsächlich, dass hier Schwarz vielleicht schon nach Alternativen Ausschau halten sollte. Vielleicht Läufer E7, vielleicht B4. Es gibt verschiedene Möglichkeiten natürlich. Aber nach D5, F5 hatte ich Louis natürlich ganz gut erwischt hier mit meiner Vorbereitung. Und diese Steuerung am Brett zu haben, ist alles andere als einfach. Louis fand hier den besten Weg. Er spielte D4. Anderen Partien folgte zum Beispiel E schlägt D5. E schlägt F5, dann spielt Weiß Springer schlägt D5. Das sind gerade die Kinder laut im Hintergrund. Im Nachbarsgarten. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Und hier hat Weiß jetzt einen sehr schönen Springer auf D5. Kann vielleicht sogar die lange Rochade anpeilen mit Dame E2. Auch sehr angenehm für Weiß. Falls B4 kommt, könnte man denken, warum nicht einfach B4 spielen, erstmal den Springer vertreiben. Hier kommt der Zwischenzug F schlägt E6 und das werden wir auch ähnlich in der Partie sehen. Schwarz kann hier das Opfer nicht gut annehmen. Weiß spielt Springer H3, rochiert, hat bereits einen Bauern, aber gut, könnte eventuell noch auf C3 schlagen. Und es ist sehr, sehr gefährlich für Schwarz, wahrscheinlich einfach schlecht. Von daher nach F schlägt E6 sollte Schwarz wieder nehmen und jetzt Springer A4 und wiederum Weiß entwickelt sich weiter und die ganzen schwarzen Bauern sind schon weit vorgerückt und sind anfällig, vor allem der Bauer auf E6. Also D4 die beste Wahl, F schlägt E6, jetzt trotzdem wieder dieses Opfer hier, aber Louis hat es natürlich nicht angenommen. Der wusste ja auch, ich bin vorbereitet und das ist hier kein Zuckerschlecken. Spring F3, kurz Rochade. Der König steckt in der Mitte von Schwarz und Weiß ist viel besser entwickelt. Das ist sehr, sehr gefährlich. Also F schlägt E6. Gut, jetzt ziehe ich den Springer zurück. Springer C2, auch Springer B1 interessant, aber ich fand Springer C2 noch ein bisschen giftiger in der Vorbereitung. Jetzt E5. Springer F3. Springer C6. Und kurz Rochade. Wenn wir uns erstmal die Steuerung jetzt anschauen, Schwarz hat den Raumvorteil, klar. Und es sieht erstmal recht fest aus, aber Weiß ist bereits besser entwickelt und hat natürlich hier die offene F-Linie zur Verfügung. Und diese weißen Felder, E6, F5, D5, F7, die ganzen Felder hier im Zentrum sind schwach und anfällig und Weiß kann diese Felder benutzen, vor allem mit dem Läufer, mit dem Springer, Springer H4, Springer G5, und das ist das Problematische hier für Schwarz, dass er noch seine Entwicklung abschließen muss und sich außerdem um diese geschwächten weißen Felder kümmern muss. Gut,
Lewis hat jetzt Läufer E7 gespielt. Ich hatte in der Vorbereitung hatte ich hier eine Partie gesehen im Fernschach, da folgt jetzt Läufer D6. Und hier, was vielleicht besser ist an dieser Variante, ist, dass Schwarz sofort zur Rochade kommt und sein König immerhin erstmal in Sicherheit steht. Aber nichtsdestotrotz, Springer H4, Springer F5, es bleibt, glaube ich, in der praktischen Partie recht unangenehm. Gut, Lewis hat das anders gelöst. Kurz Rochade, Läufer E7 fand ich sehr interessant. Hindert mich quasi an Springer G5, Springer H4, denn Schwarz könnte diesen Springern immer rausschlagen. Aber die Frage ist, wie sich Schwarz eben weiterentwickelt. Und deshalb habe ich erstmal C3 gespielt, was sehr typisch ist, um hier die Dame nach B3 eventuell bringen zu können und Schwarz weiterhin an der kurzen Rochade hindern zu können. Und nun spielte Lewis Dame D6. Was, denke ich, eine Ungenauigkeit ist. Schwarz sollte wohl auf C3 schlagen. Und ich wollte jetzt mit dem B-Bauern schlagen und jetzt tatsächlich einfach Springer F6 spielen. Das ist überhaupt nicht klar hier. Ich wollte A4 spielen, aber hier könnte Schwarz einfach kurz rochieren und den Bauern hier zu gewinnen auf B5 ist gar nicht mal so eine gute Idee. Denn wie wir auch in der Analyse dann festgestellt haben, kann ja Schwarz direkt hier kontern mit Läufer A6, da B1 und jetzt Springer schlägt E4 sollte schon ganz gut möglich sein. Oder irgendwie solche Varianten, vielleicht ne, Springer schlägt E5 könnte jetzt mit Turm schlägt F1 beantwortet werden, denke ich. Aber hier ist das natürlich eine ganz andere Situation als in der Partie. Ich könnte hier auch andere Züge spielen. Ich hatte einen D4 überlegt, das funktioniert nicht so richtig. Springer H4, Springer G5 könnte man wieder machen. Aber es sieht so aus, würde die schwarze Steuerung erstmal halten. Und ist nicht so ganz klar, wie jetzt Weiß hier weiter Druck ausüben kann. Dame B3 könnte zum Beispiel mit C4 jetzt beantwortet werden. Gefolgt von Springer A5. Okay, also Dame D6, jetzt habe ich erstmal auf D4 geschlagen und jetzt A4 gespielt, um weiter Linien zu öffnen und meine Figur ins Spiel zu bringen. Denn das einzige Problem meiner Stellung ist, meine Figuren nehmen nicht so richtig teil. Also der Läufer auf G2, vor allem der Springer auf E2 ist extrem schlecht, weil er einfach keine Perspektive hat im Moment. Es gibt manchmal Varianten, wo man G4 machen könnte, Springer G3, das kam auch in Frage, aber das ist das Problem für mich und ich möchte gerne irgendwie noch mehr Druck ausüben. Also A4. Dame E6 hatte ich jetzt überhaupt nicht auf der Rechnung tatsächlich. Sehr interessanter Zug. Mit der Idee, Dame B3 zu verhindern. Und die Dame lässt sich nicht so leicht von E6 wieder vertreiben. Ich hatte mit B4 vor allem gerechnet und wollte jetzt A5 spielen, um hier das Feld A4 frei zu machen und außerdem auch, dass dieser Bauer isoliert ist und vielleicht irgendwann mal zur Schwäche neigt. Aber auch das bleibt nach wie vor nicht klar. Läufer C8 und Weiß muss nach wie vor zeigen, wie er hier durchkommt. Gut, schauen wir uns die Partie weiter an. Dame E6. Und jetzt habe ich König H1 gespielt, was im ersten Blick erstmal total seltsam ist. Warum in aller Welt spiele ich jetzt König H1? Aber ich glaube, es war der wichtigste Zug in der Partie. Es gibt natürlich Alternativen. Springer G5 habe ich lange überlegt. Ich dachte, Schwarz schlägt einfach. Spielt H6, wirft meinen Läufer zurück und spielt Springer F6. Klar, es sieht auch ganz nett aus hier. Ich hatte auch überlegt, ob ich sowas mache. Springer C1 und jetzt entweder Springer B3 oder Dame B3 und vielleicht hier auf die schwarzen Felder einsteigen. Aber es war mir nicht so klar. Und ich dachte irgendwie, es muss mehr drin sein. Es gibt noch einen anderen interessanten Zug, nämlich Läufer F4, den habe ich überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Droht ja auch erstmal nichts. Aber Schwarz sollte wohl nicht schlagen, weil dann der Springer ins Spiel kommt und sich die Störung öffnet. Sondern vermutlich Springer F6 oder Springer H6 spielen. Aber ja, dann nach Springer F6 ist immer das Problem für Schwarz, dass jetzt Springer G5 eben möglich ist, weil der Läufer nicht mehr das Feld kontrolliert und dann
geht es hier direkt weiter, Dame B3, Dame F7 und so weiter und so fort. Läufer 4, sehr eigenartiger Zug, natürlich mit Hilfe des Computers gefunden. Habe ich nicht drüber nachgedacht. König H1, also was ist der Punkt von diesem Zug? Ich möchte erstmal sehen, was spielt Schwarz überhaupt? Denn wie schon gesagt, Springer F6 würde jetzt wieder Springer G5 erlauben. Wobei auch hier Springer EG1 auch sehr interessant ist, um Läufer H3 zu spielen. Ja, Springer F6, ich wollte Springer G5 machen und dachte eigentlich jetzt Dame D6 und jetzt Dame B3. Aber okay, vielleicht kann das Schwarz hier noch zusammenhalten, auch wenn es bedenklich aussieht. Vielleicht geht das hier noch, vielleicht jetzt H6. Aber ich dachte, das sieht schon mal sehr attraktiv aus. Und Lewis hat das ähnlich eingeschätzt. Und der andere Punkt ist, okay, wenn der Springer nach H6 geht, möchte ich jetzt schlagen. Und falls G schlägt H6, jetzt würde ich gerne Springer H4 spielen, um den Springer nach F5 zu bringen und weiterhin Schwarz an der kurzen Rochade zu hindern. Und falls Schwarz schlägt, jetzt schadet es auch nicht unbedingt, dass der König schon mal aus der G-Linie draußen ist. Und das Feld G3 ist jetzt frei und ich kann den Springer nach F5 bringen. Und nach wie vor fühlt sich der König natürlich sehr unwohl hier im Zentrum. Und falls Schwarz mit der Dame schlägt, dann schlage ich auf B5, schlage auf A8 und spiele Dame B3. Denn jetzt ist die Dame nicht mehr auf E6 und ich kann meine Dame auf diese schöne Diagonale bringen. Wir sehen hier einen weiteren Vorteil. Ich weiß nicht, wie relevant es ist, aber mit dem König auf G1 könnte jetzt Schwarz Dame E3 Schach spielen. Und ich wäre zu Turm F2 gezwungen, was ein bisschen komisch aussehen würde. Also das waren meine Überlegungen hinter König H1. Und ich hatte jetzt auch mit dem nächsten Zug von Lewis gerechnet. Wobei der tatsächlich der partieentscheidende Fehler ist. Vermutlich sollte Schwarz am besten Springer F6 probieren. H6 ist logisch. Schwarz möchte im nächsten Zug Springer F6 spielen. Aber, wie mir klar wurde, während ich nachgedacht habe, als mein Gegner am Zug war, ist, dass hier Weiß eine sehr starke Erwiderung hat. Und wir können es ja mal so machen, dass ihr darüber nachdenkt jetzt und versucht, diesen Zug zu finden, den ich jetzt hier gespielt habe. Also stoppt das Video ruhig kurz, versucht den Zug zu finden und wenn ihr soweit seid, drückt auf Play. Ja, ich hatte erst geplant, hier Springer EG1 wieder zu spielen, um eben den Läufer ins Spiel zu bringen und die Dame von diesem starken Feld zu vertreiben. Aber tatsächlich kann hier Schwarz G5 spielen und die Lage ist alles andere als klar. Das hatte Lewis auch so geplant. Aber der Zug H6 hat jetzt hier die weißen Felder geschwächt. Vor allem das Feld G6 und das macht jetzt diesen nächsten Zug möglich. Springer schlägt E5. Ich kann tatsächlich einfach eine Figur opfern, weil der Schwarzkönig noch im Zentrum ist und meine Figuren auf einmal schwärmen aus und Schwarz hat keine Verteidigung. Ja, als ich den Zug gesehen habe, war mir innerhalb der ersten Moment schon klar, das muss der Zug sein. Es sieht unglaublich attraktiv aus und dann habe ich ein bisschen gerechnet und dann dachte ich, okay, das wird jetzt gespielt. Schwarz hat zwei Möglichkeiten, auf E5 wiederzuschlagen. Nach Springer schlägt E5, schlage ich mit Tempo auf D4, habe schon den zweiten Bauern gewonnen, zwei Zentrumsbauern. B5 hängt auch noch, Dame kann nach H5 kommen, ist vorbei hier. Ja, Dame G4 würde ich einfach mit Dame B3 erwidern. Und Dame G6, A schlägt B5, Springer F6. Und Schwarz kommt noch nicht mehr aus dem Zentrum, ich habe bereits drei Bauern, kann die hier natürlich auch noch in Bewegung setzen. Was steht auf Gewinn? Also Dame schlägt E5 und jetzt Springer F4. Und hier sehen wir jetzt den Nachteil von dem Zug H6. Springer G6 droht und diese Drohung ist unglaublich schwierig zu parieren für Schwarz. Lewis spielte Turm H7. Falls Dame D6, jetzt könnte ich einfach E5 spielen. Denn der Springer kann ich schlagen wegen der Festung. Wenn die Dame schlägt, klar, dann würde ich wieder Springer G6 spielen. Und was sonst, wenn Schwarz wegrochiert? Gut, ich würde jetzt einfach den Turm auf H8 einkassieren und der Springer ist auch nicht gefangen, kommt sofort wieder raus und ich habe eine Qualität mehr. Von daher Turm H7 erzwungen. Und nun widme ich mich dem anderen Turm. Spiel Springer D5 mit der Drohung Läufer 4, gefolgt von Springer C7. Wiederum schwierig für Schwarz,
diese Drohung zu parieren. Ich hatte mit G5 gerechnet, Louis spielte Läufer D6. Schauen wir uns noch kurz G5 an. Jetzt wollte ich Turm F5 spielen. Dame muss nach D6, Dame E6 verbietet sich wegen der Gabel, Dame D6 also. Und jetzt wollte ich Dame H5 machen, vielleicht noch einfacher Springer B6, denn der Punkt ist, Schwarz kann nicht auf die Drohung reagieren, also er muss hier den Turm geben auf A8 und dann habe ich schon quasi wieder genug Material plus weiteren Angriff und muss ich mich nicht mehr sorgen, im Materialrückstand zu sein. Das Problem ist, wenn Schwarz den Turm zieht, kommt Dame H5 Schach, König muss nach D8 und Turm D5 gewinnt die Dame. Von daher Springer B6 wäre ja auch gut möglich gewesen, hatte ich nicht gesehen, beziehungsweise ich hatte nicht Turm D5 gesehen. Ich wollte so spielen, Läufer schlägt G5. Das ist auch gut, aber nur, wenn ich hier nicht wie geplant Turm schlägt G5 spiele, sondern Turm AF1. Nach Turm schlägt G5 Springer C7 verteidigt sich Schwarz noch ganz gut, aber Turm AF1 ist besser. Der Drohung Turm F8 und falls Läufer E7 einfach Dame G4. Alle weißen Figuren nehmen am Angriff teil und Schwarz steht hier verloren im Posten. Okay, in der Partie folgte Läufer D6 und jetzt spielte ich A schlägt B5. A schlägt B5, erstmal hier die Türme getauscht und jetzt Dame B3. Und das Problem für Schwarz ist jetzt, dass Springer C7 droht in allen möglichen Variationen, entweder direkt und ich schlage auf G8 oder erst noch Läufer F4, er zwingt Dame E6 und dann Springer C7, was die Dame auf E6 gewinnt. Ja, Louis spielt jetzt Springer CE7, aber es gibt keine Verteidigung. Springer G7 würde ich, wie gesagt, einfach Läufer F4 spielen, Dame E6, Springer C7 gewinnt Dame auf E6. Und König D8, ja, ich könnte hier auf B5 schlagen, aber auch einfach Springer B6. Doppelangriff gegen den Springer und gegen den Läufer und das war's. Und falls G5, um Läufer F4 zu verhindern, dann einfach Springer C7. Gut, sagen wir, Turm schlägt, Dame schlägt G8, König D7 und es wird matt. Also Springer C7. Gut, jetzt klappt Springer C7 natürlich nicht, weil der Springer auf G8 gedeckt ist, aber die andere Idee funktioniert. Läufer F4. Falls jetzt Dame E6, wie gesagt, Springer C7, gewinnt wieder die Dame. Deshalb spielt der Louis Läufer schlägt D5. Jetzt natürlich nicht auf E5 schlagen, denn meine Dame hängt ja auch. Doch Dame schlägt B5 verbietet sich wegen Läufer C6, aber ich kann ganz simpel zurückschlagen auf D5. Und hier gab jetzt Louis auf. Die einzige Möglichkeit, den Läufer zu verteidigen, ist Dame F6, aber jetzt kann ich einfach erstmal auf B5 Schach geben. Wenn der König auf die F-Linie geht, schlage ich auf D6, gewinne die Dame auf F6 im Prinzip. Und wenn der König nach D8 geht, einfach Dame B6 Schach, König D7, Läufer H3 Schach. Also es gibt sehr viele Wege hier. Läufer H3 Schach und Läufer schlägt D6. Ich habe die Figur zurückgewonnen, weiterer Angriff, es ist komplett vorbei für Schwarz hier. Ja, für mich eine insofern schöne Partie, weil es irgendwie rund war, also von der Vorbereitung her und dann auch mit diesem Opfer, was überraschend war, dass man einfach den Springer gibt für einen Bauern, aber weil es eben genau alles passt mit diesen Felderschwächen auf den weißen Feldern und dem König in der Mitte und überall alle Linien geöffnet werden, A-Linie, F-Linie und alle Figuren irgendwie teilnehmen. Vom Läufer auf G2 absehen, der jetzt nicht die größte Rolle hatte, aber alle anderen Figuren sind irgendwie beteiligt und da gab es dann einfach keine Verteidigung für Schwarz. Ich hoffe, euch hat die Analyse gefallen. Ich möchte kurz noch die Gelegenheit nutzen, um mich bei den Organisatoren der Deutschen Meisterschaft zu bedanken. Bernd Vöckler, Klaus-Peter Krug und Jürgen Steiger und natürlich die ganzen Helfer. Es war eine sehr schöne Meisterschaft. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und deshalb möchte ich mich bei der TSG Apolda und den eben genannten recht herzlich bedanken.
Zu meinem Turnier vielleicht noch ganz kurz. Ich habe 5,5 aus 9 gemacht, bin damit Achter geworden. War natürlich nicht das, was ich mir erhofft hatte, ganz klar. Ich habe zwischendurch 2 Nullen eingelegt, was mir eigentlich sonst nicht passiert. Und danach war der Rest mehr oder weniger nur Schadensbegrenzung. Also nicht zufrieden, aber ich werde daraus lernen und stärker zurückkommen und nächstes Turnier wieder zurückschlagen, hoffe ich. Gut, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.